Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Homefront The Revolution. Ja, wir haben am letzten Mal bei dem tollen Easter Egg aufgehört. Dort möchte ich dort wieder anknüpfen, aber das muss ich das Spiel kurz unterbrechen und pausieren. Das heißt, wir müssen da erstmal nochmal hin. Das heißt, wir müssen hier in die... in die Börse rein nochmal. Das, werden wir nochmal versuchen. Aber so schwer kann es ja nicht sein. Ich glaube, der Eingang war ja, glaube ich, hier irgendwo, ne? War das nicht hier? Ja, ich glaube hier. Ja. Genau. Da geht die Hand durch die Tür. Wer hat gesagt, dass er tankt dieses Mal? Der Unterschlupf befindet sich irgendwo in der Börse, wo die KVA alle eingepfercht hat. Small hat dort seinen Standort eingerichtet, weil sich dort keine Norks blicken lassen. Genau. Weil ich würde doch gerne Timesplitters nochmal spielen. Irgendwo war hier noch ein Radio. Ja, tun wir es! Genau, hier war das Radio. Dann haben wir nämlich 6, hat er nämlich auch nicht gespeichert. Und hier war irgendwo noch ein Radio. War das hier? Aber hier kommen wir, glaube ich, nicht rein, ne? Hier geht's auch nach draußen. Uah. Die Spinde, gucken wir noch. Okay, komischerweise sind unsere Wertsachen jetzt wieder, ja, nicht leer. Oder beziehungsweise nicht voll. So, und irgendwo stand hier der Automat. Wo waren... Machen die denn da? Achso. Brady, der Unterschlupf wird nicht einfach zu finden sein. Hier war das. Suche nach Symbolen oder versteckten Eingängen. Voll geil. Time to split. So geil. Das heißt, wir schmeißen da nochmal einen Euro rein und fangen an, Timesplitter zu spielen. Ich freue mich so, das ist so geil. Oh, das ist so mega. Yeah. Timesplitters. Ich habe im Übrigen zwischendurch mal jetzt mal während der Aufnahmepause mal eben reingeguckt gehabt. Also Timesplitters 2 kriegt man für rund, ich sag mal, 30 Euro. 20, 30. Ja, ich überspringe das mal. Rund 20, 30 Euro. Der SCART-Adapter auf HDMI kostet, glaube ich, so um die 20 Euro. Und ja, so in dem Rahmen spielt sich das. Wenn, dann würde ich auch Future Perfect holen, den dritten Teil, der war auch sehr geil. Und dann müsste ich mal gucken, dass ich dann vielleicht davon ein Let's Play mache, wenn das alles so funktioniert. Das wäre so geil. Das wäre so mega. Hallo? Ich überspringe das mal, das haben wir ja schon gesehen. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. So, ich versuche das mal ein bisschen... bisschen besser jetzt hinzubekommen wie vorher. Na? Aber warum zu zappeln? So, die Kamera ausschießen möchte ich jetzt noch nicht. Möchte jetzt erstmal da unten den... Obwohl, da können wir eigentlich auch so reinstürmen. Komm, ist egal. Lala, das Lois dockt vor allen Dingen. Das Lois lockt. So, der ist weg. Wo ist der nächste Kandidat? Wir müssen übrigens die Minen... Nein! Mist, die Kamera hat uns gesehen. Egal. Da war noch jemand. Jawohl, Sniper-Ammo haben wir jetzt bekommen. So, jetzt werden wir mal eben hier mal... Ja, gut, die ist eh... Die ist eh out of control, weil wir die ausgeschaltet hatten. Hier waren wir drin, ne? Genau. Oben war noch der Sniper. Wenn wir uns entsinnen. Haben wir eigentlich schon die... Genau, hier müssen wir die Tür öffnen. Haben wir denn schon... Die Time Mine haben wir noch nicht, ne? Die kriegen wir, glaube ich, jetzt erst, ne? Ja, genau, ein Time Mine. Dann können wir nämlich, bevor ich jetzt oben die Dings sprenge, werde ich jetzt erstmal den Scharfschützen oben weghauen. Ja, ist klar. Boah, das mit dem Ziehen ist aber echt schwierig. Und wir haben ihn. Sauber. Werde ich jetzt oben die Satellitenschüssel mal eben wegknallen. Boah, voll geil, das macht so viel Spaß. So, warte, pass auf. So. Das dürfte funktionieren. Und dann gehen wir mal in den Damm rein. So. Der Fahrstuhl hat keinen Strom, das wissen wir ja. Und irgendwo war hier noch eine Kamera. Oh. Mist, habe ich ganz vergessen. Ich bin so forsch. Ich renne jetzt hier so vor.
Nein, was mache ich denn? Oh Gott. Ich dachte, da wäre Munition drin. Sauber. Okay. Das war ein grandioser Schuss. Ja, ich bin Proskelor. Warte mal, das geht doch, glaube ich, ne? Ich will das mal eben kurz testen und zeigen. Hier, in den Fuß geschossen. Voll geil. Alter! So geil. Das war so viel Spaß. Oh Gott, ich kann das stundenlang spielen. So geil. La 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 la. Hallo Freunde. Weiß gar nicht, ob das Auto-Ammo damals auch schon so gab. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Voll geil. Feier ich ein bisschen. Okay, ich bleib jetzt mal bei der Pistole und sammle erstmal die ganze Munition ein. Was wir haben, haben wir? 33%. Genau, damit wir da durchkommen. So. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Und da sieht man uns sogar laufen. So, guck mal hier. Hallo. Ich weiß gar nicht, irgendwo muss die Kamera hier sein. Ich weiß gar nicht, irgendwo war hier die Kamera. So, jetzt müssen wir nach unten und müssen ja den Strom wieder einschalten. Boah, ich würde so gerne Multiplayer spielen, bin ich ganz ehrlich. Und das sofort und jetzt gleich und für immer. Und vor allem das jetzt sofort. Das Problem ist, ich kriege jetzt nicht sofort Timesplitters irgendwo her. Allein der Multiplayer-Modus ist Gold wert. So. Weiter geht's. Wir schauen mal, dass wir jetzt den Strom eingeschalten. Ich versuche mal die Kameras auch direkt auszuschalten. So, ich probiere das mal. Gucken, ob das klappt. Jawohl, sehr schön. Oh, wer schießt denn da? Ach, hier. Hä, was, wo? Ach, da oben, da ist noch ein Scharfschütze. Ach, guck ihn dir an, den Drecksack. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat sich ausgesnipert. Boah, diese Waffenwechsel-Animation, die war so cool damals, wie das rauskam. Und irgendwo war hier noch eine Kamera. Machen das jetzt mal ein bisschen. Genau da. Noch sieht sie uns nicht. Aber für das Zeitalter damals war das schon richtig, ein richtig geiler Shooter. Der wollte gerade den Alarm auslösen, hast du gesehen? Aber nicht mit mir, Kollege. Kann man den nicht ausschalten, den Alarm? War das nicht irgendwie so? Nee, ich dachte. Ist schon alles zu lange her. Genau, hier kann man sich löschen vom Feuer. Deswegen war da auch... Deswegen fließt da auch das Wasser. Nein, die Kamera. Verdammt. Gut, der Alarm müsste gleich wieder ausgehen. Die Gegner müssen jetzt hier eben spawnen. Okay. So, uah, ich hab's gewusst. So. Und das alles mit der Pistole. Voll geil. Ich feier das immer noch. Das ist so cool. So, hier oben waren die MGs am Stehen, ne? Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter, hör auf! Genau, da haben wir das wenigstens ausgeschaltet. So.
Da brauchen wir uns hier keine Gedanken machen. Hier müssen wir gleich die Keycard, die kriegen wir unten. Das hatten wir ja alles schon. Boah, wäre das cool, wenn das ganze Spiel hier drauf wäre. So, hier können wir nochmal kurz reingucken. Hier gibt es nochmal ein bisschen Ammo. Na. Was haben wir hier? Ach ja, stimmt. Das war ja der Kollege. Hallo, mein Freund. So. Können wir die Türen öffnen? Und dann kommen wir in den besagten... Alter, 20 Granaten haben wir. Und ein Shotgun. Da hinten liegt die... So, jetzt haben wir's. No foreign bodies detected. No foreign detected. Leasing lockdown. Sehr schön. Und es gab auch so viele Geheimgänge auch mit kleinen Bonus-Items. So, das soll hier der Datenfluss sein. Der Server Room. Und ich weiß noch, auf Hard-Modus war das echt schwer. So, die Keycard haben wir jetzt. Jetzt können wir den Strom erstmal deaktivieren. Nicht deaktivieren, aktivieren. Und können dann jetzt gleich da nochmal runtergehen und den Kanister da zerstören. Mit den, von den Timesplitters, den. Yeah. Voll cool. So. System is rebooting. Ja, ja, ja. Alter, uah. Okay, wir müssen den Container zerstören, aber erstmal baller ich mich hier durch. Oh Gott. Und die Köpfe sind immer gut abgeflogen. So. Mal den Container zerstören und dann... Ich glaube, das dürfte reichen. Willst du mich verarschen? Hä? Das ging noch letztes Mal. Aha. So, und jetzt müssen wir entkommen. Das war das, ja. Attention, attention! Biological containment has failed in the research facility. So, jetzt kriegen wir Besuch. Jetzt müssen wir aufpassen. Genau, der brennt. Der brennt auch, da müssen wir jetzt aufpassen. Uah! Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht wieder anstecken. Wie gut, dass ich Munition gespart habe. Ich weiß, dass es sogar, glaube ich, Boni gab für schnelles Durchspielen. Es gab ja damals so Zeit, wo du so wirklich auf Zeit gehen konntest. Was war das denn? Ah, hier. Okay, noch mehr Granaten. Ich schau mal, wie werfe ich irgendwie Granaten? Oh, Flammenwerfer, Alter. Haben wir auch noch. Stimmt ja. Ach so, waren Granaten, okay. Ich muss das... Uah. Okay, der greift eh den an. Der juckt auch gerade nicht. Den juckt es gerade auch nicht. Wir können noch nach oben fahren und den Helikopter noch erledigen. Das können wir noch machen. Aber wir müssen ja anschließend wieder, glaube ich, da hinten zurück. Oh, das können wir... Hey, der Fahrstuhl ist gerade da, wie praktisch. Tschüss. Alter, ernsthaft? Jetzt, wo ich keine Muni mehr habe? Gibt's doch nicht. 11. Stock, Weltraumforschung.
So. Und los geht's. Bisschen Sniper-Ammo. Missile Launchers. So. Wo ist denn hier der... Yeah! Oh, wir haben keine... was habe ich letztes Mal nochmal gesagt? Wir haben keine Muni mehr, ne? Ich komme nicht mehr raus. Alter, Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Jetzt machen wir volles Programm. So, jetzt aber. Okay, Escape from the Portal. Wir könnten jetzt noch weiter hier im Level rumlaufen. Unten noch so ein bisschen halt nochmal eben schauen, was wir da noch alles haben, aber ich würde sagen, wir gehen weiter. Complete. Aber Game Over, leider. Da müsste normalerweise eigentlich nicht Game Over stehen, sondern Next Level. Weil das geht dann mal automatisch ins nächste Level rein. Ich glaube, es sind auch nur die beiden. Und wir spielen direkt das nächste. Wir spielen jetzt... War das nicht das jetzt, wo wir erstmal Tony kennenlernen? War das Tony? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das war so geil. Chicago. Der coole Tony. I got a belly for it. Everyone's on the take. Yeah. DA, City Hall, even the cops on the beat, being paid to turn a blind eye. But me? I couldn't. So I got out. It's all down to Mr. Big. He's cost me everything. So what tonight I send him a message. That boy, will he take the bait. What am I worried about? It's not me that's got to tell the boss. Ach ja, stimmt. Das war mit Dings, ja. He can handle himself. Yeah, he can look after himself. Yeah. What? He's back in town. What? He's back and he's looking for you. Nee, wie hieß er denn nochmal? Nicht Tony. Yeah, we'll see about that. But from now on, Big, you better watch the shadows. Because I'm taking you down.